Ja, seid gegrüßt, liebe Modell und Freunde, hier bei Toms Murwelt zu einem kleinen Halbzeitvideo. Halbzeitvideo in dem Sinne, ich mache Sommerpause noch bis Ende September. Und die Hälfte haben wir jetzt schon rum, oder ich habe die Hälfte rum. Und ja, ich muss immer mal so ein bisschen Abstand vom Modellbahn nehmen, was nicht heißen soll, ich mache überhaupt nichts mehr mit Modellbahn. Nein, im Gegenteil. Ich habe jetzt in den letzten, ja, 2, 3, 4 Wochen zwischendurch noch mal im Krankenhaus gelegen. Ich habe Corona noch mal gehabt, aber ich habe es trotz Impfung hart erwischt, was ich dann in der Genesungszeit zum Anlass genommen habe, hier nochmal gewisse Dinge an der Mova zu restaurieren. Zum Beispiel seht ihr hier meine vielen Gleichstromquellen, die normalerweise an diesem Platz auf der Rückseite an der Mova angebracht waren, was völlig kacke war. Und jetzt ist sie an einem besseren Platz, besser erreichbar. Das zum Beispiel war auch eine Arbeit, die eine ganze Woche gedauert hat, aber ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Dann habe ich mir noch Zeit genommen, habe weitere Gleichstromquellen gebaut. Hier links zu sehen, beziehungsweise rechts die Step-Down-Konverter, links die Einspeisung vor dem Gleichrichter, dass ich auch am anderen Ende der MOBA immer schön Gleichstromversorgung habe. Dann habe ich viele Kabel unter der Anlage restauriert, abgerissen, neu verlegt. All die alten Kabel, die nicht so gut verlegt gewesen sind, die ich in meiner Zeit, als ich die Modellbahn gebaut habe, habe ich am Rollstuhl gesessen. Viele von euch wissen das. Und das habe ich jetzt eben korrigiert, indem ich das alles mal vernünftig verlegt habe. Die Rockrail-Kenner unter euch sehen es sofort. Ich habe meinen Rockrail-Gleisplan, ein neues Design verpasst. Gefällt mir so viel besser, hat auch eine Menge Arbeit gekostet. Obwohl ich nebenbei an einem komplett neuen Gleisplan am Arbeiten bin, läuft im Augenblick noch der alte und der neue wird synchron nebenher aufgebaut. So, dann ist mein Lokprogrammer endlich wieder bei mir angekommen. Allerdings hat derjenige, den ich den ausgeliehen habe, nicht hier zu mir gebracht, sondern der ist abgetaucht. Ich musste mir einen neuen kaufen. Jetzt wird nichts mehr verliehen, braucht keiner mehr kommen. Hier ist mein Profi-Prüfstand, alles wieder da, mein Programmiergleis und hier meine Software, die Lokprogrammer-Software auf dem PC. Da zeige ich euch das schon seit 3 Jahren versprochene verschiedene Tutorial-Videos über die Handhabung des Programmgenerators mit dem, was wir alles an Einstellmöglichkeiten mit den ESO-Decodern und den Lokprogrammer haben. Denn man kann ja nicht nur Lok-Decoder, jetzt wird Bild unscharf, sorry, Log-Decoder programmieren, sondern auch sämtliche ESO-Decoder, die am Markt sind. Und das zeige ich euch ab Oktober hier auf diesem Kanal. Ab Oktober wird es auch viele neue Rockrail-Videos geben, zum Beispiel hier, wie ich eine Traktion, eine Doppeltraktion in Rockrail anlege und ich das Optimale an Einstellungsmöglichkeiten für sauberes Fahren in der Doppeltraktion heraushole. So, ein bisschen gebastelt habe ich natürlich auch. Ich habe hier meinen Bahnhof, wo eigentlich mein Zughebeweg hinkommt, so langsam aber sicher. Ihr seht es mit Mova LED Lip. Hier eine Schüpplik-Braterei mit Gruß an meine Schweizer Abonnenten. Und natürlich auch ganz recht herzlichen Dank für die vielen neuen Abonnenten, die in den letzten 2 Monaten hier neu hinzugekommen sind. So, hier steht eine V200 ohne Gehäuse. Das liegt daran, dass sie jetzt hier am Probefahren ist, denn ich bin jetzt in meiner nicht aktiven Zeit auch dabei, meine ganzen Lokomotiven auseinanderzubauen, zu reinigen, neu zu fetten. Und die hier hat jetzt ein paar Probefahrten hinter sich und kann wieder komplett zusammengebaut werden. Ah, wenn mal, ich bin viel in Hamburg im Augenblick, auch viel im Miniaturwunderland, wo ich mir viele Ideen abschaue und dann nimmt man natürlich gerne am dortigen Modellbahnladen in der Nähe des Schiedehauses gerne nochmal so die ein oder anderen Preiserfiguren mit. In diesem Falle habe ich jetzt Blödsinn erzählt, das sind natürlich noch Figuren und von voller, ja, im Gebrauch Preiserlein. So, habe ich aber noch nicht verbaut, das mache ich aber auch dann erst im Oktober, die sollen einen ganz bestimmten Platz bekommen. Hier an meiner Gleiswindelbrücke, an meiner Gleiswindelstrecke, da bin ich dabei, wieder die Oberleitungen abzubauen. Das hat mir ein netter Modellbahnkollege aus Weihe empfohlen, das doch zu machen, da mit Oberleitungen zu fahren. Hier sind noch ein paar verbaut. Das
ist der schlechteste Rat, den ich jemals bekommen habe und letzten Endes auch umgesetzt habe. Das ist tödlich. Wenn hier mal irgendwas ist, man hier was zu machen hat, reingreifen muss, da macht man, ihr seht es hier, da macht man mehr kaputt, als dass es irgendwie schön aussieht. Deswegen kommt das alles wieder ab. Da bin ich auch noch dabei. Jo. So, ihr seht diesen Kran, der soll demnächst mal 360 Grad bewegbar sein können. Und was ich da für eine Schaltung gebaut habe, zeige ich euch auch jetzt noch mal kurz. So, hier seht ihr, das gehört nicht dazu, den kleinen Steppermotor, der den Kran dann mal in verschiedenen Richtungen oder auch in 360 Grad bewegen soll. Hier ist das entsprechende Modul dafür, um den zu bedienen. Der Treiber quasi, Treiberplatine, und hier ist ein Arduino Uno, in dem das Programm aufgespielt wird. Wie das alles funktioniert und wie man das macht mit einfachen Mitteln, zeige ich euch auch ab Oktober. Ja, was man mit diesem Teil für auf der MOBA für Blödsinn anstellen kann, ja, das wird irgendwann einmal hier in meine Bühne mitkommen. Und was das genau verursacht, das zeige ich euch auch ab Oktober. Ja, ihr seht's, auch hier wird viel gewartet und geschraubt. Hier habe ich jetzt festgestellt, das ist eine V200 von Pico. Eine Soundlog, beziehungsweise mit Sounddecoder drin. Leider ist der Sounddecoder kaputt. Er fährt nur noch, Lichtfunktion und Farbfunktion funktionieren, aber eben der Sound nicht mehr. Aber der Decoder bleibt jetzt erstmal drin. Der Sound ist meiner Meinung nach viel zu doll überbewertet auf der Anlage. Deswegen ist das jetzt nicht schlimm. Ich habe kaum noch Soundlogs, die mit Sound fahren quasi. Ja, dieses MOBA, 8-Kanal-MOBA, LED-Lip, MP3-Kanal-Platinen-Dingsbums, nenne ich es jetzt mal, funktioniert nicht. Ich habe es an drei verschiedenen Zentralen getestet. Ich weiß nicht warum. Es ist eigentlich alles sauber gelötet. Durchgangsprüfungen wurden gemacht. Ich habe es bei anderen Leuten gehabt, die mit MOBA-LED noch mehr Erfahrung haben als ich. Und bei denen funktioniert sie auch nicht. Und sie sehen alles genauso wie ich, dass alles gut gelötet ist und auch die Module in sich einzeln an anderen Komponenten funktioniert einwandfrei, aber ich habe keine Erklärung dafür, dass jetzt dieses MOBA MP3-Geschichte bei mir endgültig ab ACTA gelegt wird. Da geht zu viel Zeit drauf. Ich werde mal versuchen, andere Lösungen herbeizufinden, aber auch da erst dann in der neuen Saison ab Oktober. Mehr auf diesem Kanal. Ja, Leute, das war ein kleines Update von mir. Ich freue mich auch schon wieder, wenn es dann im Oktober losgeht. Wir haben ja noch ein bisschen Sommer vor uns und ich habe auch noch viel zu tun und habe auch noch viel im Garten zu tun, was nicht mit Modellbau zu tun hat. Das, was ihr jetzt heute gesehen habt, das sind so Sachen, die ich mal so nebenbei mache, wenn es wirklich draußen zu heiß ist, man keinen Bock hat. Oder man nur noch, keine Ahnung, nicht ins Schwimmbad reinkommt, weil voll von Polizisten ist. Dieses Problem haben wir hier übrigens auch. Das gibt es nicht nur in Berlin. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen tollen Sommer. Wir hören uns ab Ende September, Anfang Oktober. Hören und sehen uns. Bis dahin, euer Tom. Tschüss.